Willkommen zurück zu Let's Play Together World of Tanks, zweite Folge dieser Staffel. Ich begrüße wieder den Thor. Hallo. Und den Reno, die wieder mit dabei sind. Und wir nehmen diesmal das schwerste Gerät, das es hier auf dem Markt gibt. Einwählen, Kameraden. Die Maus ist es. Ja, mit 190 Kilo ist. Kilo, hahaha. Mit 190 Tonnen ist es wohl wahrscheinlich der schwerste Panzer hier überhaupt. Na gut, drücke ich mal auf Start. Naja, halbwegs Stadtkarte. Fischerbucht nehmen wir ja auch dann gleich den Stadtteil mit ein, wa? Das wäre sinnvoll. Jo. Ja, alles andere ist Selbstmord. Das stimmt schon, die haben 3 Artillerie. Ja, Reno, dann erklär mir mal so nebenbei, wie ich mich mit einer Maus denn hinzustellen habe, wenn ihr die Situation erfordert, ja? Du hast im Prinzip bei deiner Maus eigentlich von frontal nur 4 Schwachstellen. Sind links und rechts neben deinem Turm, also neben der Kanone. Ja, die Wangen. Und vorne, ja, da wo die Ketten ansetzen, sag ich mal. So, und wenn du dich, am besten ist, wenn du dich an der Hauswand stellst, also sidestrapst, ist am optimalsten, oder wenn du mit der Maus frontal stehst und wenn du nachlädst, deinen Turm einfach so ein Stück schräg drehen. Ja. Dass praktisch der Winkel auf die Gegner vergrößert wird. Richtig. Ich freue mich jetzt gerade, ich habe schon eine vom Bug gebraten gekriegt. Jo. Ach du meine Güte. Ja. Und der hat natürlich einen Schuss, und was hat er getroffen? Ich hatte die Bedshot schon gleich. Mein Munitionslager. Ich hoffe sie. Wo sind unsere Mediums, ey? Fragt man sie da. Ach, in der Basis hängen sie noch fast. Gut. Ja, das sind halt so die Schwachstellen einer Maus von vorne. Ich nehme denn hinter der Kapelle oder der Kirche hier die Hauswand an, ja? Und schau halt mal, wie weit ich komme. Ich hoffe, die Badshot können da nicht einschießen. Also die Artillerie von den Gegnern. Sind ja nur Badshots. Also wir werden wahrscheinlich, so wie es jetzt gerade ausschaut, dank unserer Mediums nicht mal heil in die Stadt kommen. Das ist so. Ja. Ah ja. Tor ist schon halb tot. Die schaffen es nicht, die Gegner hinterm Kamm zu halten, da die Mediums. Ja. Weil sie so weit unten fahren. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Bei mir ist alles im Arsch schon, ey. Na gut. Da wollen wir anfangen zu reparieren. Ich deck da vorne nicht auf. Ich hab eine ES7 gerade zu, die. Ich spar sich erstmal ein bisschen. Ich komm nicht durch. Die Artis scheinen alle oben A1 zu der Insel zu stehen. Oh, hast du die Schelle gesehen? Unser Gun Carrier, die Artillerie, hat gerade fast den E100 alleine platt gemacht. Tor? Bist du hinter? Ja. Also, ein T95 hinter mir. Ich versuche mal vorne an das Haus ran und dann. Wir wollten T95 vorfahren lassen, der ist ja fast noch vorne ein bisschen bouncier wie die Maus. Ja, ich glaube, wir können auch die T95 anschieben. Na, die kommt schon hier links, das passt schon. Ja, nee, dahinter stellen. Die stehen alle oben im Dorf drinne. Oh, jetzt habe ich auch einen Fehler gemacht. Gerade richtig schön breit rausgefahren. Sie doch vorfahren, Tor. Ja, Jagdpanzer ist hier vorne, die müssen jetzt hier oben. Achso. Jetzt sind alle in die Leere. Und yeah! Der Packung. Fahr mal ein bisschen nach. Jo, ich mach schon Platz für dich hier.
Ja, weil die Stadt durchbrechen, dann nehmen wir gleich drüber und machen die Arti fertig. Ja, wir müssen aufpassen, weil die Arti wird dann nämlich hier gleich hinsammeln. Genau, so ein Tor hat nämlich schon eine gekriegt. Nee, Tor, riskier's nicht. Ja, ja. Ist die Bad Shot Arti. Die haben zwei davon, aber jetzt gar nicht gesehen. Jo, hier ist irgendwo, ja, hier ist irgendwo der E50M. Ja, mittig im Dorf sind die alle drin. Jo, das denke ich auch. Das war ja eben unser Problem, was wir hatten, dass wir sich singen sind, ja. 5:1 momentan. Schauen wir mal, ob wir den Ruck kriegen. Der. Haha! Oh, Tor, ich will nicht, dass du stirbst. So, das war. Ah. Jugendlich, der Junge. Ja, aber wenn hier in der Mitte ist, dann clear, dann können wir jetzt durchrücken. Können wir mal den nächsten Typ zum Besuch abstatten. Jawohl. Gibt's gleich eine Expresslieferung 12.8er. Nur Tor nicht mehr. Ja, das ist ein bisschen eingebrockt halt hier. Die haben nur noch drei mobile Panzer. Mhm. Der Weg steht zurück. So, der Rest ist freiwillig. Wir sehen mal zum Einvisieren, der ist ja schon weg, Junge. Ja. Gut, wir können dann gleich zurück, direkt zur Arti, weil der 121 ist bei H1, näher bei uns einer Basis. Oh, den will ich. Ah, oh, leck mich! Meiner! Müssen wir uns hier um die Beute schon streiten, oder was? Oh, jetzt kommt gerade so, du bist da offen? Ja, jetzt kommt ein Schuss drin. Ich warte, ey, die bist doch da geknallt. Vielleicht hast du ja Glück, die treffen mich. So, jetzt bin ich zu, dann will ich meinen Kurs ändern. Ja, weiß ich auch nicht, was wir falsch gemacht haben. Render hat 100% fast und wir hier. Ja, dann lass mich. Ich schieß mit Gold. Dann lass mich doch auch vorfahren, ganz einfach. Hast du gehört, Lorende? Ja, ich weiß. Ich schieß mit Gold. Ja, ich kann schon noch ein oder zwei von der Badstadt ab. Ja, aber dann ist wirklich vorbei. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen. Ne. Der T62A ist zu schnell. Tja, überlebt, kein Schaden gemacht. Und ja, auch das gibt es hier. Leid eines Mausfahrers. Ja, fahr zu uns. Ich hab nur einen Kill. Ich brauch noch einen. Obwohl, Tor braucht noch einen. Ja, das wäre jetzt ein Ding, wenn der noch schafft. Ach, guck mal, wir haben das hin. So. Nee, schade. Na gut. Nicht mit der Bergziege hier. Ja, ich hab Speer gekriegt. Ich hab Speer gekriegt mit einer Maus. Aber scheint wohl nichts Besonderes zu sein, wenn es mit der Maus auch noch funktioniert. Dafür habe ich die Hand Gottes gekriegt. Hab ich abbekommen. Das ist auch der eingesteckt haben wir nicht. Na toll, und ich stehe wieder da. So, weiter geht's. 1:2. Weiter geht's. Nehmen wir ihn diesmal. Ja, ich nehme meine Foch jetzt. Na gut. Sauber. Gut. Gleich ran hier. Ich hoffe, die Folge hat jetzt gleich keine Überlänge. Schöne Stadtmap haben wir ja schon. Stadtmap. Ja, ich mag's nicht. Wieso nicht? Ja. Tjarkov ist so ein bisschen. Für den Panzer ungeeignet, finde ich. Wird ein bisschen tricky denn, ja? Ich überlege die ganze Zeit, ob ich gleich Gold drin setze. Gold mit dem Foch ist, hab ich so die Erfahrung gemacht, gerade im CV und so weiter, eigentlich nicht sinnlos. Also ich komme mit AP besser durch wie mit Gold. Okay. Lass ich AP drinne.
Wo fahren wir hin? Keine Ahnung, die ist schon mal schön, weiß ich auch nicht immer. Na, dann fahren wir hier nach rechts rüber. Rondell. Genau. Was sagst du? Ja, ja, dann los. Eben um die Rummelkurve und den Vierer hinzu. Kommt mit. Kommt alles mit, ey, wenn ich jetzt so sehe. C30, ich hoffe sie. Ja, die wollen Oplus bei YouTube drin. Was Lemming Train hier. Aber ja, ich bin ganz vorne, ich fühle ihn an. Dann müssen wir hier auch Ballett machen. Ja, ja, na sicher. Drücken gleich durch. Drei volle Magazine hier und noch einen anderen ganzen Sack voll Panzer. Wir sind hier sehr offen. Der ist gefährlich. Ja, aber wir sind ja gleich hinter den Wellen. Ihr braucht ja nicht da hinten parken. Wir fahren gleich vor. Nein, nein, ich will hier eigentlich auch nicht meinen Hintern parken, sondern ich Leo kommt. Ich kann von hier aus schöner. Ich bin offen. Wir sind schon zurückgeschreckt, ihr müsst jetzt kommen. Ich bin dabei. Und leider. Aber es ist wieder toll, es hat wieder einer auf mich geschossen, mein Kommandant war gleich dahin. So, der E50 ist gekettet, der kann noch eine vertragen. Was? Wir haben sie nicht mal angekratzt. Muss nachladen. Hab nur immer von 3 Schaden gemacht. Entschuldigung. Das war mein Hauptgeschütz. Du hast glücklicherweise keinen Schaden gemacht sonst, aber mein Hauptgeschütz. Tor, Vorsicht, wir laden. Ich merk's. Warte, ich fahr mal um die Ecke. Vielleicht mag mich ja einer mehr wie dich. Naja. Vorsicht, der Leo kommt von links. Ein Jappa. Steht der denn noch? Ja, Hintergrund nochmal. Noch warum wird unsere Basis schon eingenommen? Weil keiner mehr übrig ist, dass sie verteidigen könnte. Weil wegen ist so. Wenn wir hier mit so vielen Leuten sind, dann müssen wir hier auch drücken. Guck dir das da an in dem Rondell. Da steht alles rum und kann eher keine Sau kann wirken. Autsch. 2. Das Objekt hinten, der 49, 50. Wir haben sie nicht mal angekratzt. 30, IS-8. Alter, wie kommt denn der auf einmal durch bei mir? Na gut, okay, hab ich gesagt. Angst. Das, ach, das, nicht mehr haben. Das war echt keine Glanzrunde heute. Gleich raus und nächste. Oh, ja. Vielleicht noch mal so ein bisschen 1C. Eine kleine schnelle Runde. Ich bin erst bei 13:46. Schon wieder Probo-Aufgang. Das wäre auch eine Karte für den Fox gewesen. Die hätten wir Da haben die Gegner wenigstens wenig Deckung. So, ja, wieder. Du kannst da außer Distanz schießen, ne? Holen wir wieder die Mitte und dann. Jo. Okay. Mal kicken. Ich mach wieder die 1-2er. Wir dann wieder von außen. Ich stoß dann zu euch und dann machen wir es lang. Geht's.
auf dem Panzer NC hier im Gefecht. Dann uns für gleich. Gut, bis Ebene gekommen und dann habe ich abgedreht. Panzer 1C nochmal, da oben bei A. Lade gerade noch. Die 1er Linie. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Sauber. Lade. Ja, bei der 1er Linie ist noch irgendwo so ein 1C gewesen. Nee, der ist hauptsächlich. Okay. Wir haben nur noch zwei, das sind die hier. Wirkungstreffer. Feuererlaubnis erteilt. Schön. Das ist der 38 hier. Sorry, Tor. Na warte, den 38T schnapp ich mir jetzt. Oh, nee, da ist noch eine Pack. Ja, ja, das war nicht damit. Ja, der kommt bei mir durch. Und der hat mich. Zu wenig Schaden gemacht, zu schnell abgekratzt. Ist wieder nicht so gut gelaufen. Ja, habt ihr gemerkt, wa? Der Pack ist tot? Ja, wurde von seinem eigenen Mann erschossen. Gut. Nee, Quatsch! Ja, ich komm nicht. Warte. Der 38 Tier auf dem Tor gerade war, den hat jemand für ihn abgenommen. Oh, ich glaub mal lieber gleich nochmal nach, bis ich da bin. Der Schütz streut auch ganz schön. Ja, bei der Fahrt. Mhm. Oh, ich scheiß Wellenteilen. Das sieht aber lustig aus, ganz ehrlich. Ja, Valentin musst du aufpassen, na, frontal hat er eine echt gute Panzerung. Ja, ich wollte eigentlich weiterfahren. Nimm die Arti weg. Wollte nach rechts, genau. Da war er, Tor. Da war er, Tor. Am Drehen, aber... Der Panzer weniger. Da gut. Ja, an dieser Stelle beende ich die Folge wieder. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Achtet bitte auf die Videobeschreibung weiter unten. Und da kann nämlich die ein oder andere Ankündigung noch sein, die ich hier wahrscheinlich dann vergessen habe. Und ansonsten wünsche ich euch noch alles Gute, fette Beute und haut rein.